Herzlich willkommen zu einem weiteren Review auf meinem Kanal. Heute werde ich euch eine Uhr vorstellen. Ja, ich werde euch wirklich eine Uhr vorstellen. Aber nicht irgendeine Uhr, eine richtig coole Uhr, das auch schon große YouTuber verwenden. Und deswegen bleibt gespannt und bleibt dran. Deswegen viel Spaß nach dem Intro. Los geht's. Die Lametric-Uhr mal auspacken. Ich habe diese Uhr bei verschiedenen YouTuber gesehen, unter anderem Dena, Easy und natürlich bei meinem verehrten Kollegen Felix Bar, der das schon längst gereviewt hat. Und ich habe gesehen, dass diese Uhr eine bestimmte Funktion hat. Das war auch der Grund, warum ich die Firma sofort angeschrieben habe und gefragt habe, kann ich bitte so eine Uhr haben? Und ich kann euch jetzt schon sagen, für eine Uhr ist dieses Teil wirklich sehr teuer. Es kostet zwischen 150 und 200 Euro, also absolut nicht billig. Aber die Sachen, die es kann, also die Funktionen, die es drauf hat, sind schon erheblich. Eine Funktion hat mich besonders bei dieser Uhr begeistert und das war die Funktion, dass es live die Abonnenten auf YouTube anzeigen kann und dann war ich sofort überzeugt von dieser Uhr, obwohl ich sie noch gar nicht habe oder ausgepackt habe oder ausprobiert habe. Aber diese Funktion ist für mich natürlich super interessant und ich denke auch für einige von euch auch sehr interessant. Schauen wir uns einmal den Karton an, weil der ist schon ziemlich modern und es hat schon ziemlich viel zu bieten. Also es erzählt schon eine ganze Menge, was diese Uhr kann. Wie zum Beispiel kann es dieses Wetter anzeigen. Facebook-Likes, YouTube-Abonnenten, Twitter-Feed und sonstige Sachen kann es anzeigen. Es kann, wenn zum Beispiel ein Shop betreibt, kann genau anzeigen, wie viel Geld ihr gerade mit diesem Shop eingenommen habt. Es kann natürlich Radio abspielen, es kann auch einen Terminkalender planen, das bedeutet, das Ding fängt immer an zu piepen, wenn ihr zum Beispiel einen Termin habt oder was auch immer. Und ihr könnt natürlich auch eigene Apps personalisieren, ihr könnt damit eigentlich alles machen. Wir werden uns aber auf jeden Fall heute auf die Abonnentenfunktion konzentrieren von YouTube, weil das ist für mich die wichtigste Funktion, warum ich diese Uhr überhaupt haben wollte. Ihr solltet euch natürlich auch mit der Uhr beschäftigen, wenn ihr euch die kauft. Wie gesagt, das hat extrem viele Funktionen. Ihr könnt zum Beispiel auch eigene Smileys und so einen Scheiß entwickeln, um das anzeigen zu lassen und zum Beispiel eure E-Mails abrufen. Aber ich kann euch schon mal sagen, die Verpackung an sich gefällt mir schon mal sehr gut, sehr modern, sehr gut ist. Und es hat noch den Red Dot Award 2016 gewonnen. Aber ganz ehrlich, diesen Red Dot Award sehe ich ja fast bei allen Produkten, als ob die das wie so warme Brötchen rausgeben oder was auch immer. Keine Ahnung, wofür das genau steht, aber auf jeden Fall hat es gewonnen. Soll angeblich sehr gut sein. Ich würde sagen, wir packen das Ding einmal aus, erstmal die Folie abmachen. Zack. Und dann öffnen wir die Verpackung. Als erstes kommt es natürlich Lametric entgegen. Ich frage mich gerade, ist das eigentlich ein französisches Produkt oder warum heißt das so? Alles klar. Abgerissen. Okay, von der Folie her müsst ihr noch ein bisschen üben. Die reißen nämlich sofort ab. Okay, so sieht die Uhr aus. Aber die beschäftigen uns gleich. Wir gucken erstmal an, was alles im Karton so drin ist. So, was haben wir noch? Dann haben wir hier einmal ein USB auf Mini-USB. Netzteil mit verschiedenen Adaptern. Wir machen natürlich direkt den europäischen drauf. Das ist das genau, was wir brauchen. Und dann haben wir hier eine kleine Bedienungsanleitung, was sehr gut sein wird, um zu wissen, wie man das installiert. Sonst ist wirklich nicht viel drin. Der Karton ist auch schon leer. Wir haben einmal den Lametric. Dann haben wir einen Netzstecker mit USB, einen Adapter für US. Und dann haben wir hier nochmal die eine Anleitung, eine Quick Start Anleitung. Sonst haben wir nicht viel drin. Das braucht es anscheinend auch nicht. Deswegen würde ich sagen, gucken wir uns mal genauer die wunderbare Uhr an. Wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Knöpfe. Hier auf dieser Seite haben wir einmal einen An-Aus-Knopf. Dann haben wir einen Weiter- und Zurück-Button und einen Bestätigungs-Button in der Mitte. Dann haben wir hier einmal ein USB und Kopfhöreranschluss. Und sonst hat das Ganze nicht. Ich würde sagen, wir schließen jetzt einmal das Ding an, weil es hat, glaube ich, keinen Akku. Wir müssen es einmal anschließen, damit es funktioniert. Uno momento, por favor. Zack. Netzteil ist angeschlossen. Und jetzt schalten wir das Ding zum ersten Mal an. Klick. Lametric. Hört sich ein bisschen an wie Lematrix. Vermutlich soll das auch so sein. So sieht das aus. Es bootet gerade hoch. Jetzt müssen wir uns aber, glaube ich, um die App kümmern, weil sonst kann man das Ganze nicht bedienen. So, jetzt laden wir einmal die App von Lametric runter auf Google Play. Lametric. Lametric Time. Lametric. Installation, por favor. Weiteres Kontoeinrichtung. Ich will mein Konto nicht einrichten, überspringen. Weiter. So, öffne mal die App. Zack. Anmelden, registrieren. Oh, ich muss mich registrieren, alles klar. So, nachdem ich die ganze Kooperation und Anmeldedaten gemacht habe, steht hier, süß, ihr Lametric-Time funktioniert jetzt. Das habe ich ja noch nie gesagt, süß, was ist das denn? Aber okay, so, personalisieren ihr Lametric-Time mit Apps. Alles klar, genau darum geht's, meine Freunde. Ich habe es, tippen Sie zum Konfigurieren an Lametric-Time. Okay, wie viel haben wir?
Konfiguration. Also die Uhr stimmt schon mal, aber die zeigt die falsche 24 Stunden. Zack. Okay, jetzt steht die schon mal zumindest richtig 14 Uhr 34 anzeigen. Also man kann auch auswählen, ob die Sekunden angezeigt werden sollen. Dann sieht man hier, wie die Sekunden runterrattern. Sieht eigentlich auch gar nicht mal so schlecht aus. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Man kann ebenfalls das Wetter hier konfigurieren. Der Ort wird automatisch selbst erkannt. Selbsterkennung der Ortschaft, das ist schon mal sehr gut. Das heißt, ihr müsst das nicht einstellen. Aber was ich einstellen würde, wäre die Fahrenheit. Auf Celsius insgesamt haben wir jetzt 7 Grad hier, wo ich gerade wohne. Man kann auch Windgeschwindigkeit hier einstellen, ich würde sagen in Kilometer pro Stunde. Das ist alles noch amerikanisch eingestellt. Fehlung Inches, Sichtweite, Fehlung in Millimeter und Sichtweite in Kilometer. Also das will ich auf jeden Fall sofort als erstes verändern, damit es auch in die europäische Norm passt. So, der Wetter-App ist auf jeden Fall schon eingestellt. Jetzt haben wir hier einmal Radio. Da muss ich aber aufpassen wegen der Musik. Mach mal Play. Okay, machen wir mal. Also ich muss jetzt aufpassen mit der Musik, weil das ist natürlich Copyright geschützt. Aber von dem Sound her kann man sich nicht beschweren. Nochmal kurz reinhören. Für dich frohe Weihnachten. Oh. Dankeschön. Einmal Stopp. Wir wollen hier keine Copyright-Verletzung. Also Radio funktioniert wunderbar. Die Boxen sind auch laut genug. Sehr gut, sehr überraschend, weil das Ding wiegt wirklich nicht so viel. Also ich hätte erwartet, dass das Ding ein bisschen mehr wiegt. Das macht auf jeden Fall einen sehr guten Sound. Es war auf jeden Fall auf der stärksten Lautstärke, wie man sehr schön sehen kann. Und vom Design her gefällt mir die Uhr sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, nächste Stoppuhr haben wir noch hier. Und los. 10. genaue Anzeige. Von der Geschwindigkeit her kann man auf jeden Fall der Uhr nichts nachsagen. Es sieht ziemlich schnell aus. Kommen wir zu das Wichtigste. Natürlich eigene Apps. Und jetzt will ich unbedingt YouTube-Abonnentenanzeige will ich unbedingt drauf bekommen. Und ich hoffe, dass man das sehr einfach machen kann. Deswegen gucken wir mal danach. Also es gibt schon mal Twitter. Das kann man auf jeden Fall hinzufügen. Twitter ist installiert. Sehr, sehr geil. Aber bevor wir in die Twitter-App reingehen, Facebook kann man auch einstellen. Zack. Gmail ist auch geil. E-Mail-Notifications ist natürlich mega cool. Und wo ist meine YouTube-App? Okay, ich würde sagen, wir suchen die auch. So, jetzt sehen wir hier schon sofort die ganzen Apps, die installiert worden sind. Twitter, Facebook, E-Mail und YouTube. Und ich mache mal YouTube mal rein. Dann gehen wir mal rein, gucken, wie einfach das ist. YouTube-Login, nicht Authentification. Also man muss sich anmelden mit seinem YouTube-Account. Okay, das zeige ich natürlich nicht. Hier sieht man alle verschiedenen Kanäle, die ich halt habe. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann wird gefragt, wollen Sie zulassen, dass man auf seinen YouTube-Account zugreift? Jawohl, Sie sind eingeloggt, perfekt. So, und sobald ihr euch mit euren YouTube-Account angemeldet habt und eure ID eingetragen habt, dann seht ihr automatisch eure Abonnentenanzahl in Realtime. Das heißt, wenn jetzt jemand abonnieren würde, würde das automatisch einen hochgehen. Ich habe dann noch weitere Apps installiert, Instagram, Facebook und Twitter. Am schwierigsten fand ich übrigens Instagram und bisher habe ich es noch nicht geschafft, dass meine Follower dort angezeigt werden. Ich musste dort eine eigene App herstellen und so weiter und so fort. Dann kamen mir 1000 Secrets, Passwörter raus und die habe ich alle eingetragen. Trotzdem hat das noch nicht funktioniert, aber ich kriege das sicherlich noch raus. Also Facebook und Twitter war am einfachsten. Einfach authentifizieren, auf autorisieren und zack, habt ihr sofort die Follower. Und dann könnt ihr auch verschiedene Einstellungen in der App selber machen, ob das rollen soll, ob das die Follower anzeigen soll, ob das eine neue Nachricht anzeigen soll oder was auch immer. Ihr könnt alles Mögliche machen. Aber für mich war am wichtigsten diesen YouTube-Kanal. Und jedes Mal, wenn ihr jetzt ein Abonnenten dazu kommt, sehe ich das sofort live in dieser LaMatrix-Uhr. Und das finde ich gar nicht mal so schlecht. Aber ihr könnt natürlich auch ganz andere Sachen in dieser App machen, wie zum Beispiel in eure E-Mails könnt ihr die empfangen. Und wenn ihr jetzt oben auf den Knopf dann klickt, dann öffnen sich automatisch auf eurem PC dann die E-Mail-Adresse. Also diese ganzen Sachen könnt ihr komplett selber installieren. Natürlich sollte man da ein bisschen Programmierkenntnisse haben, wenn man eine eigene App herstellen möchte. Für den Normalverbraucher ist es natürlich ein bisschen schwierig, da irgendwas zu programmieren. Aber es gibt zahlreiche kostenlose Apps, die ihr selber da runterladen könnt und das Angebot hört nicht auf. Also man kann eine ganze Menge mit dieser Uhr machen und man kann zum Beispiel, wenn man hier draufklickt, einfach selber switchen zwischen den ganzen Feeds oder Wetter, Datum, Radio, was auch immer. Aber ich persönlich finde die Abonnentenanzeige am coolsten und die werde ich natürlich jetzt so belassen. Das gefällt mir sehr gut. Im Shop selber habt ihr wirklich sehr, sehr viele Apps. Ihr könnt einmal hier alle anzeigen lassen, das sind Tausende. Teilweise wird das nicht nur von LaMatrix selber hergestellt, sondern wirklich von Privatpersonen, die das einfach selber machen. Dann gibt es hier Wetter, News, Unterhaltung, Smart Home, Anzeige, Business, Sonstiges oder haben Sie eine App-Idee? Also ihr könnt nicht nur eure App-Ideen teilen, sondern ihr könnt auch selber eine Idee kreieren und dort zur Verfügung stellen.
Ich persönlich finde diese Uhr richtig cool und ich bin auch sehr gespannt, welche Entwicklung diese Uhr nehmen wird, weil man kann wirklich mit dieser Uhr extrem viele Sachen anstellen. Für mich persönlich ein super geiles Produkt. Es gibt aber zwei Sachen, die mir an dieser Uhr nicht gefallen, und das ist einmal dieser Stecker hier und dass es einfach keinen Akku hat. Wäre cool gewesen, wenn das Teil einen Akku hätte und so eine Woche aushalten würde, bis man es wieder anschließen kann. Und zweitens, dieser Stecker hätte niemals hier angebracht werden dürfen, denn wenn ich das zum Beispiel irgendwo an die Wand anbringen möchte, geht das natürlich nicht, weil der Stecker genau im Weg ist. Ich hätte den Stecker eher unten angebracht oder an der Seite oder so. Also am besten wäre es unten gewesen, weil dann könntest du auf jeden Fall anbringen und dann hättest du zu der Steckdose hin nach unten irgendwie abführen können. Aber so ist es natürlich mega schlecht. Für das Geld hätte man definitiv einen Akku erwarten können, weil wenn ich jetzt hier abziehe, zack, ist die Uhr aus. Das heißt, nicht mal ein kleiner Akku ist drin verbaut. Das ist sehr, sehr schade. Aber trotzdem super geiles Produkt. Und jetzt brauche ich eure Hilfe. Wo soll ich diese Uhr aufhängen? Ich könnte es natürlich direkt hier vor meiner Tür anbringen, meine YouTube-Counter. Das wäre sicherlich auch sehr, sehr witzig. Oder ich kann es direkt an dieser Wand anbringen. Das Problem ist, dass diese Wand so überfüllt ist und ich wüsste nicht, wohin damit. So, meine Freunde, ich habe mich entschieden. Da ist der. Direkt über meinen Play-Button. Ich finde, das sieht richtig cool aus. Und da wird es jetzt bleiben. Ihr könnt euch also an diesen Blick hier gewöhnen. So, Leute, herzlich willkommen zu meinem Kanal, meine Freunde! Ja, Leute, das war das Review zu der LeMatrik-Uhr. Es ist wirklich ein tolles Produkt und ich kann es nur jedem empfehlen. Leider ist der Preis aber extrem hoch. Das muss man sich genau überlegen, ob man sowas haben möchte. Oder macht das so wie ich, besorgt euch ein paar YouTube-Abonnenten und dann schreibt einfach die Firma an, dann schicken die es sicherlich kostenlos. Vielleicht habt ihr ja Glück und irgendwann wird diese Uhr ein bisschen billiger. Das hoffe ich zumindest, weil ja viel Technik ist da nicht drin, ne? Das kann ich euch sagen. So, Leute, auf diesen Seiten kommt ihr zu weiteren Videos oder Reviews auf meinem Kanal. Links und rechts sind alle Social Medias, auf denen ich vertreten bin. Und direkt unter mir könnt ihr mich kostenlos abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao!